Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 12 News Update. Ich bin zurück aus der Quarantäne. Wer es nicht mitbekommen hat, ich war jetzt 2 Wochen lang AFK, sage ich mal. Ich war in Quarantäne, habe meine komplette Familie ins Corona-Chaos gestürzt. Leider Gottes auch mit einem Krankenhausaufenthalt meines 8 Monate alten Sohnes, der da echt zu kämpfen hatte, war keine schöne Zeit. Jetzt geht's uns dreien aber wieder relativ gut. Das war der Grund, warum es so lange nichts Neues auf meinem Hauptkanal gab. Ich möchte jetzt zusammenfassen, was uns in Season 12 erwartet. Ich gebe euch erst eine Liste von den Sachen, die kommen sollen, die bestätigt sind, und eine Liste von Sachen, die wahrscheinlich kommen. Ich weiß, ihr habt in der letzten Zeit wahrscheinlich eine Menge selber verfolgt. Ich fasse hier einfach mal alles so ein Stück weit zusammen. Also wie gesagt, vieles kennt ihr schon. Also nehmt es mir nicht für übel, wenn ich hier einiges wiederhole, was ihr eh schon kennt. Wir fangen einfach mal natürlich an mit Maggie, der bestätigten Legende. Ich gehe jetzt die Fähigkeiten durch. Die Fähigkeiten selber, wie sie heißen, stehen fest. Nur in der Interpretation, was die Fähigkeiten alles für Effekte haben, das ist noch nicht hundertprozentig safe. Das wurde noch nicht bestätigt. Ich sage euch das, was man vermutet und was man in den Game-Files gefunden hat. Ganz wichtig, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir hier im Trailer ein bisschen was rausgebastelt. Wir sehen hier ihre taktische Fähigkeit, nennt sich Concussive Breach. Schießt halt dieses Projektil ab auf einen relativ kleinen Wirkungsbereich. Ich gehe aktuell nicht davon aus, dass dieses Zeug Schaden auf den Gegner macht, sondern die Gegner nur desorientiert. So wie es damals bei der taktischen Fähigkeit rund um Seer war, dieser Flashbang, wo man kurz nichts gesehen hat, was dann auch rausgepatcht wurde. Zudem soll es auch Fallen und Türen zerstören bzw. deaktivieren. Dann haben wir die Wrecking Ball, quasi die Abrissbirne. Haben wir hier schön in diesem Trailer gesehen. Finde ich ultra geil. Übrigens, wem geht es genauso wie mir, als Maggie erstmalig uns zu Gesicht kam, in Season 8, als Fuse rauskam, hatte sie ein Event moderiert und sie ging uns allen ziemlich mit ihrer nervigen Stimme auf den Sack. Die letzten Trailer von Mad Maggie haben mich so überzeugt, dass ich mich extrem auf diese Legende freue. So ein bisschen großschneuzig und so weiter, finde ich extrem interessant. Die Wrecking Ball, was soll sie können? Hier ist es auch noch nicht ganz klar. Sie soll auf jeden Fall auch Gegner erstmal umklatschen, wie wir hier ganz deutlich sehen. Gegner desorientieren. Und es kann sein, dass wir noch passiv zusätzlich einen Bewegungsboost bekommen. Ungefähr so wie Bangalore, dieser Bewegungsboost, wenn du gehittet wirst oder wenn du angeschossen wirst oder noch nicht mal getroffen wirst, dann kannst du ja für ein paar Sekunden schneller rennen. Ungefähr so soll das passieren. Was diese Kugel noch alles kann, ist aktuell noch nicht so sicher. Ich bin zum Beispiel sehr gespannt, wie leicht es eventuell sein soll, den Gegner zu treffen. Keine Ahnung, oder wie viele Gegner man gleichzeitig umhauen kann. Das ist auch noch interessant. Und sie soll passiv eine Affinität zu Shotguns haben, ähnlich wie Rampage zu den LMGs, weil wir auch in den Trailern gesehen haben, dass sie dann auf einmal hier eine IVA in der Hand hat und. Es könnte sein, dass sie passiv den Shotgun-Kick abbekommt. Wer über die letzten Jahre meine Videos verfolgt hat, der kennt die Videos über die zukünftigen Legenden, die geleakt wurden. Da gab es eine Legende namens Husaria, die jetzt, also Maggie übernimmt quasi den Platz für diese Husaria-Legende und hat einige dieser Fähigkeiten. Und es kann auch sein, dass dieser Shotgun-Kick eine passive sein wird. Gibt es aber noch keine weiteren Infos. Sollte das so sein, trittst du zu und löst einen Shotgun-Kick aus oder einen Shotgun-Schuss, brauchst aber Shotgun-Munition im Inventar. Weiteres müssen wir dann, ich denke mal, im Gameplay-Trailer abwarten, ob das dann vielleicht gezeigt wird. Jetzt kommen wir zu weiteren bestätigten Sachen. Olympus bekommt ein Map-Update, ist auch nichts Neues. Eine neue Skybox wurde vor einigen Tagen schon veröffentlicht. Es soll eine neue Skybox kommen. Wer nicht weiß, was das ist, der Himmel sieht anders aus, Umgebung und so weiter. Kurzer Cut nochmal kurz. Ich habe gerade den Trailer eingeblendet und er war viel zu laut. Also, Olympus bekommt eine neue Skybox. Ich habe mich so gewundert, Mensch, warum ist das denn so? Und ich zeige euch hier nochmal das Bild. Das ist aus einem kleinen Trailer rund um Apex Legends und dort sehen wir im Hintergrund über Olympus hinaus lauter Hochhäuser, schwebende Autos und so weiter. Und der Trailer, der vorgestern veröffentlicht wurde, der hat uns Einblick darüber gegeben, wie genau das Ganze passiert. Denn Octanes Vater, der hier,
teleportiert einfach mal so die gesamte Map an einen anderen Ort, ganz nah über einer Stadt. Was ich auf jeden Fall extrem kreativ fand. Und ich muss sagen, dieser Trailer, der hat mich absolut geflasht. Ja, das einfach mal kurz und knapp. Hier fängt sich dann die Map. Alles ist wieder schön. Und natürlich ein allgemein fettes Map-Update. Verschiedene Spots werden verändert. Wie das alles aussieht, ist auch noch nicht so ganz klar. Dann haben wir auf diesen Modus, freue ich mich extrem. Und viele, inklusive mir, sind überzeugt, dieser Modus wird fester Bestandteil von Apex Legends, wenn es gut ankommt. Und zwar der bestätigte 9 gegen 9 Kontroll- oder Herrschaftsmodus. 3 Wochen lang zum Start von Season 12 ist dieser Modus aktiv und kann gespielt werden. 2 Teams, A 9. Mann, ob es eine, also wie genau der funktioniert, ob es ein Limit an bestimmten Legenden gibt, ob man jede Legende nur einmal nehmen kann oder bestimmte Legenden gar nicht. Das kann alles möglich sein. Ich glaube nicht, dass wir 9-mal gegen den Gibraltar kämpfen müssen zum Beispiel. Es ist auf jeden Fall ein unendlicher Respawn. Das heißt, sobald du tot bist, respawnst du sofort wieder an einem Kontrollpunkt. Ich gehe davon aus, dass das ein bisschen wie bei COD Herrschaft ist. 3 verschiedene Kontrollpunkte, die musst du einnehmen. Wer über, ich sage mal, 10 Minuten, 15 Minuten, keine Ahnung, die meisten Kontrollpunkte gehalten hat, der gewinnt die Runde. Ganz einfach. So gehe ich davon aus. Und wie gesagt, kommt der gut an, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Apex Legends endlich einen neuen Modus hat. Schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, habt ihr Bock auf diesen Modus? Ich freue mich auf jeden Fall. Und dieser Modus könnte genauso wie Arenas auf jeden Fall eine geile Variante sein. Ich finde dieser Modus sogar besser als Arenas dafür prädestiniert, um sich warm zu ballern. Weil wenn du drauf gehst, musst du nicht warten, bis die Runde zu Ende ist. Du wirst gerespawnt, alles ist schön. Und du suchst dir vorher dein Loadout aus. Und das sieht ungefähr so aus wie bei dem Holobash-Event. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Was habe ich noch bestätigt? Soll auch sein, dass die Spitfire aus dem Care-Package zurückkommt. Ich weiß, da freuen sich viele. Die Noob-Waffe Nummer 1. Ich gehe aber davon aus, dass die nochmal ein Stück weit einen Nerf abbekommt. Noch schwächer, als bevor sie ins Care-Package gewandert ist. In Season 9 war es, glaube ich. War es Season 9? Egal. Wann ist völlig egal. Welche Waffe für die Spitfire zurück ins Care-Package geht, ist aktuell unklar. Es muss auch nicht sein, dass unbedingt eine Waffe ins Care-Package geht. Früher waren es mal 3 Waffen, seit ein paar Seasons sind es 4 Waffen im Care-Package. Also es muss nicht sein, zwingend, dass eine Waffe zurückgeht. Ich gehe aber von der Rampage aus, denn sie ist nach ihrem Nerf immer noch zu stark, meiner Meinung nach. Und ich weiß, dass die Waffe mehr Leuten auf den Sack geht als damals die Spitfire. Zu den Care-Package-Waffen sage ich aber gleich noch mehr über die wahrscheinlichen Sachen, die noch nicht bestätigt sind. Krypto soll ein Rework plus Erbstück bekommen. Hier gehe ich davon aus, dass das Mitte der Season passiert. So wie damals das Rework und das Erbstück mit Revenant damals zum Beispiel. Und der Battle Pass soll überarbeitet sein. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die wahrscheinlich passieren. Und hier fangen wir einfach mal an. Ich fange mal mit dem Laservisier an. Habe ich vor einigen Wochen drüber berichtet. Dann kam auf einmal dieser Trailer. Und hier sehen wir, wie lauter Soldaten mit, und das ist halt das, was mich so ein bisschen zweifeln lässt über das Gameplay-Material, was ich euch gleich zeige. Denn diese Laservisiere sind auf einer 301 drauf. Und ein Laservisier war halt in den Game-Files. Und jetzt zeige ich euch von dem bekannten Dataminer Kral Rindo ein Gameplay. Es kann aus dieser Fake Apex Legends oder aus dem Fake Apex Legends oder aus dem nicht original Apex Legends, was man sich auf dem PC runterladen kann, mit Mods versehen kann und kann da den Spaß seines Lebens haben. Das kann sein, dass das aus dieser Version ist und davon gehe ich auch fest aus. Und hier haben wir das Laservisier. Und hier sieht man nämlich, wenn es original ist, ist es nur für die 99, für die Prowler, die Vault und die Wingman und soll Folgendes beinhalten oder soll Folgendes können. Gegner sollen leichter erfasst und getroffen werden. Mehr ist es nicht. Ich lasse das Gameplay einfach mal so ein bisschen laufen. Ich denke, dass das reingepatcht wurde. Es könnte aber trotzdem Original-Gameplay sein. Aber ich bezweifle es stark, weil wir sehen auch hier gerade, ich glaube, wir haben gerade hier, Moment, wir gehen ja nochmal zurück. So genau habe ich es nicht. Ja, wir haben hier die G7 in dem Waffenslot. Und ich würde mir die G7 so sehr zurückwünschen. Und auch die Alternator daneben.
Also es wurde nur reingepatcht. Es ist auf jeden Fall kein Original-Gameplay. Es könnte aber tatsächlich sein, dass das ein Hop-Up in Zukunft für das Spiel werden könnte. Okay, sei es drum, reden wir nicht weiter drüber. Ich bin gespannt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Waffen wünscht ihr euch aus dem Care-Package zurück. Ich liebe die G7 und ich wünsche sie mir so sehr zurück. Ich glaube aber nicht, dass sie rauskommt. Ich gehe erst in Season 13 davon aus. Apropos Care-Package, jetzt gehen wir mal noch auf die Theorien ein. Auch die Alternator ist hoch im Kurs, dass sie wieder zurückkommt aus dem Care Package. Und wie gesagt, ich bestätige nochmal oder ich wiederhole nochmal, es kann auch sein, dass keine Waffe zurück ins Care Package muss im Austausch. Aber ich denke, die Rampage geht rein, Spitfire und Alternator kommt zurück. Das ist meine Theorie. Weiter im Text. Keine neue Waffe. Aktuell gibt es keine Leaks oder keine Infos, dass wir eine neue Waffe in Season 12 bekommen. Ich gehe auch davon aus, dass das tatsächlich passiert. Das wäre nicht die erste Season, wo wir keine neue Waffe bekommen. Und ich denke, auch hier müssen wir auf den Gameplay-Trailer warten. Und wenn wir dort keine neue Waffe sehen, dann kriegen wir mit Sicherheit auch wirklich keine neue Waffe. Aber Respawn hat selber vor einigen Wochen gesagt, dass sie den allgemeinen Lootpool gerade waffentechnisch ein bisschen zu groß finden und so ein bisschen überlegen, wie sie das wieder ein bisschen schmaler gestalten können. Das sind speziell die P20, die 3030 Repeater. Und noch irgendeine andere Waffe, ich weiß jetzt nicht mehr welches war, der Bokeh Bow war's. Die drei Waffen sind im Fokus, was da aber genau passieren soll, schlag mich tot, ich habe keine Ahnung. Map, Rotation, Olympus und Stormpoint sollen safe sein, da Olympus das Map-Update bekommt, kommt Olympus zurück. Stormpoint ist die neue Map, also wird die auch nicht rausfliegen. Was jetzt mit World's Edge und King's Canyon passiert, keine Ahnung. Ich hoffe, dass beide oder dass alle vier Maps allgemein endlich wieder in der Map-Rotation drin sind, weil mir geht es speziell auf den Sack. Ich konnte Stormpoint irgendwann nicht mehr sehen und auch World's Edge ging mir dann ab dem Split, wo wir dann Rank gespielt haben, ging mir auch World's Edge einfach irgendwann auf den Sack. Und übrigens, eigentlich sollte in Season 11 ein Town-Takeover rund um Bangalore auf Stormpoint passieren. Ist nicht gekommen, wird jetzt in dieser Season auch nicht mehr passieren. Noch ein Indiz dafür, dass Stormpoint auf jeden Fall in Season 12 bleibt und Bangalore dort ihr Town-Takeover-Event endlich bekommt. Allgemeine Buffs und Nerfs sind klar. Ich gehe davon aus, dass die Patch-Notes relativ klein ausfallen. Ähnlich wie in Season 11. Die waren wirklich sehr, sehr rar und sehr enttäuschend teilweise, und auch hier kann es sein, dass ab Mid-Season nochmal ein großer Hammer kommt. Und übrigens, apropos großer Hammer, hoch im Kurs ist tatsächlich, und hier habe ich in Klammern Pro Players Mimi, ein Gibi-Nerf ist tatsächlich extrem hoch im Kurs. Allgemein im Pubs und in Ranked ist er gar nicht so heftig vertreten, sagt man, aber die ganzen Pro Players, die in diesen ganzen Geld-Tournaments mitmachen, wo man ganz viel Geld mit verdienen kann. Die heulen alle rum, dass Gibi in jedem Squad dabei ist und alle Flänze irgendwie, der muss unbedingt genervt werden. Ich finde es total traurig, dass die Pro-Player mal wieder eine größere Stimme haben als der kleine Mensch, der sich vielleicht endlich mal eine neue passive Fähigkeit für Pathfinder wünscht. Mal nebenbei. Tap-Strafing-Kontroverse. Tap-Strafing sollte eigentlich aus dem Spiel entfernt werden, schon vor Ewigkeiten, aber irgendwie haben sie das nicht so ganz gebacken bekommen. Und das Tap-Strafing soll wohl angeblich überarbeitet werden und womöglich auch für die Konsolenspieler greifbar sein, dass es eine Technik gibt, dass man das Tap-Strafing auch im Controller machen kann. Das soll wohl tatsächlich nur auf Maus und Tastatur funktionieren. Wie das funktioniert, habe ich keine Ahnung. Es soll aber dann wohl auf dem Controller angeblich machbar sein. So, und dann habe ich ganz zum Schluss noch Next-Gen-Update und Cross-Progression. Muss ich nicht viel mehr zu sagen, habe ich in den letzten vielen Wochen, Monaten und Jahren was zu erzählt. Ladies and Gentlemen, das war's soweit erstmal von mir. Haut die Kommentare für euch, ich bin gespannt, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Am 31.01. soll der Gameplay-Trailer übrigens rauskommen. Ich bin sehr gespannt, den werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Den werde ich auseinandernehmen, dann gibt es ein neues Video und so weiter und so fort. Und demnächst gibt es, denn, Achtung, Moment, nicht wegrennen. Ein fettes, kann man das sehen, es ist natürlich auch schwarz, ein XXL fettes Aim-Controllers-Paket. Von meinem Partner Aim Controllers. Da gibt es ein fettes Unboxing, Controller und so ein bisschen Zeugs. Das meiste werde ich verlosen. Wann das passiert, weiß ich noch nicht. Ich versuche am Sonntag vielleicht schon das Unboxing für diesen schönen großen Karton mit Inhalt rauszuhauen. Und ansonsten gibt es am Sonntag endlich wieder mal einen Twitch-Livestream.
am frühen Nachmittag will ich starten. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.